Es war wieder Heiligabend und die meisten waren im tiefen Schlummer in den Teilen der Welt, die von der Nacht des 24. Dezember bedeckt waren. In einem bestimmten Haus, in einer bestimmten Stadt, in dieser Nacht, schlich ein ganz bestimmter Einbrecher in dieses Haus. Er war ein ziemlich fettleibiger Mann mit blassem Teint und runder Brust und Bauch. In Rot und Weiß gekleidet, verhielt er sich still und heimlich. In seinen Händen hielt er einen ebenso runden, roten Sack, der bei jedem Schritt des Mannes klapperte und klirrte. Dieser Mann war offensichtlicherweise der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann blickte auf den Weihnachtsbaum vor sich und stöberte in seinem roten Sack. Er nahm ein Geschenk heraus, das grün und in rote Bänder gewickelt war, und beugte sich nach besten Kräften hinunter, als ob er das Geschenk unter den Baum legen würde. Aber plötzlich... »Hey da!« rief eine Stimme. Der Weihnachtsmann drehte sich ruhig um und sah einen kleinen Jungen, der wahrscheinlich zwischen 6 und 9 Jahre alt war. Der Junge hielt die Actionfigur eines Messingroboters in den Händen, der die Jahre anzusehen war, die sie im Besitz des Jungen war. Der Junge starrte diesen stämmigen Fremden vor sich an und versuchte sein Bestes, um nicht zu blinzeln. Aber am Ende war die Versuchung zu stark und der Junge blinzelte. Der Weihnachtsmann stand nicht mehr vor dem Weihnachtsbaum. Er stand direkt vor dem Jungen. Er beugte sich wieder hinunter und überreichte dem Jungen das Geschenk. »Der kleine Fred nehme ich an. Hier, für dich.« Der Junge nahm das Geschenk an und ließ dabei seine Actionfigur fallen. Er schüttelte die Schachtel und fragte sich, was es wohl sein könnte. Die ganze Zeit über sah der Weihnachtsmann mit einem sanften Lächeln auf seinem Gesicht zu. »Wenn jemand fragen sollte, sag, dass es von deinem Vater ist«, sagte er und verließ den Raum. Nachdem der Weihnachtsmann weg war, fummelte Fred weiter an seinem neuesten Geschenk herum und dann... »Fred, mit wem hast du gerade gesprochen?« rief seine Mutter und hielt eine Taschenlampe in der Hand. »Der Weihnachtsmann, er ist ziemlich rund.« Dieser Vorgang wiederholte sich nun die ganze Nacht, bis der Weihnachtsmann allen Kindern auf der Welt Geschenke gebracht hatte. Schließlich machte er sich auf den Weg zu seiner letzten Station in dieser Nacht, Standort 19. Die Gänge von Standort 19 sind lang mit vielen Abzweigungen. Der Weihnachtsmann kannte sich allerdings gut aus. Er ging am D-Klasse-Trakt, in den Mitarbeiterquartieren und verschiedenen Käfigen vorbei, in denen sich viele tödliche SCP-Objekte befanden. Schließlich blieb der Weihnachtsmann vor einer Zellentür stehen. Die Tür öffnete sich von selbst, als ob sie die Anwesenheit des Weihnachtsmanns bemerkte. Im Innern befand sich ein leerer Raum aus Beton mit einem faradayischen Käfig. Der Weihnachtsmann betrat den Raum und die Tür schlug zu. Vor dieser Tür blieb es eine stille Nacht ohne weitere Vorkommnisse. Tage später machte Dr. Hughes von Standort 19 seine Runden zu den Anomalien unter seiner Aufsicht. Er betrat die Zelle eines der ihm zugewiesenen SCPs, ein Raum mit einem faradayischen Käfig im Innern. Der Weihnachtsmann saß in dieser Zelle. »Guten Morgen, SCP-055«, sagte der Doktor. »Und die große Enthüllung ist, dass der Weihnachtsmann eigentlich SCP-055 ist«, beendete Juniorforscher Hu Zi die Geschichte, die er seiner älteren Schwester Dr. Hu An erzählte. Diese schwieg, tippte etwas auf ihrem Tablet und zeigte dies ihrem jüngeren Bruder. »Du weißt, dass es in deiner Geschichte einige schwere Logiklücken gibt. Der Weihnachtsmann existiert nicht. Es ist für einen Menschen unmöglich, Geschenke an etwa 1,9 Milliarden Kinder auf der ganzen Welt innerhalb eines Zyklus der Erdrotation zu verteilen. Deine Darstellung von Standort 19 macht den größten Standort der Foundation lächerlich. Und ich vermute, dass du den Jungen absichtlich Fred genannt hast. Außerdem ist es nicht ratsam, ein SCP der Keter-Klasse zu verharmlosen, auch wenn es nur zum Spaß war.« »Schwester, entspann dich. Es ist Weihnachten«, betonte sie. »Unsere Arbeit ist stressig genug, da wird ein bisschen Humor und Unterhaltung uns helfen, gesund zu bleiben und einen weiteren Tag kämpfen zu können. Wir sollten die Pause bis zum 26. genießen.« An seufzte über Zis Antwort und schlug sich mit der flachen Hand ins Gesicht, als sie sich der Logik ihres Bruders unterwarf. Sie blickte kurz auf den leeren dritten Stuhl am Esstisch, während sie auf ihrem Tablet tippte. Zis starrte auf die Nachricht. »Sicher, dass Bao zu Weihnachten nach Hause kommt?« »Ja, er sollte eigentlich inzwischen gelandet sein.« Während Zis sprach, schrieb An eine weitere Nachricht. »Sogar Vater konnte ihn nicht überzeugen, nach Hause zu kommen. Du denkst ernsthaft, dass deine E-Mail zu diesem Dickschädel...« Die Türklingel zur Hu-Residenz läutete, während Ann weitertippte. Die beiden Geschwister entfernten sich sofort vom runden Esstisch und gingen zur Tür.
Als ich die Tür öffnete, stand dort der jüngste Bruder der Hu-Geschwister, bei der Arbeit als Agent Hu Bao bekannt. Ich hab doch gesagt, dass er kommt, sagte Zi. An lächelte sanft. Frohe Weihnachten, begrüßte sie Bao.